Dann hört auf zu wimmern und sprecht. Vierkack hat hier das Sagen. Er versteckt sich an besonderem Ort mit Garrett Kid. Er wartet dort auf euch. Mehr, ich will mehr über diesen Ort wissen. Sagt mir, wie Fürst Jeridan sich verteidigt. Verteidigt? Fürst Jeridan braucht keine Verteidigung. Wenn ihr denkt, ihr seid dumm. Wir jagen das Futter und bewachen das Heim, aber wir nicht brauchen ihn schützen. Dann werde ich den vertrauensseligen Teufel vernichten. Er sollte auf mich vorbereitet sein. Dann wird er nichts dagegen haben, wenn ich euch alle töte, um meinen Standpunkt klar zu machen. Dann werde ich besonders vorsichtig sein, wenn ich ihm gegenübertrete. Er scheint von sich überzeugt zu sein. Er ist sicher, ihr sterben werdet. Ich auch sicher, dass ich anderen Weg lang renne, damit nicht ich zufällig getötet werde. Wenn er durchdreht, schlimme Dinge geschehen. Okay. Die waren sehr hilfreich. Gar nicht. Ist jetzt so die Frage, wie kommen wir an ihr hier vorbei? Oh, sie macht Platz. Sehr gut. Ja, was möchtet ihr? Das war wohl der Schlüssel. Ja, der ist weg. Oh, Werwölfchen. Was? Ein Wolfwehr? Ach so. Ja. Ein Wolfwehr, das ist auch immer gut. Das war eine Falle. Deswegen sollte ich Yoshimo losschicken. Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Genau, das sind nämlich gute Erfahrungspunkte, die ja hier ein Level abbescheren. So, einmal Stufe als Druide aufsteigen. Ziemlich viele zusätzliche Zauber, einen zusätzlichen Trefferpunkt. Gut. Dum, dum, dum. Da zeig mal, was du so reinpacken kannst bei Wunden heilen. Verderben. Das ist zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Also einmal verderben. Ah, hier. Vergiftung kurieren. Insekten herbeirufen haben wir zweimal. Dann kriegt sie hier nochmal mittelschwere Wunden heilen. Stufe 6 kann sie Tiere herbeirufen bis jetzt. Heilung. Feuerfrüchte. Schmerzhafter Verfall. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Leid. Heilen. Ja, einmal heilen. Und das war's auch schon. Okay. Was braucht leichtfüßig und so? Wow, das sind Fegtüren sogar. Ja, gut. Jedoch gucken, ob da eine Falle dran hängt. Ja, doch mal gucken. Ja, die habe ich auf. Gut, noch eine Fake-Tür. Das heißt, der einzige Weg, der wirklich weitergeht, ist der da unten. Keine große Herausforderung. Ihr braucht Yoshimo ist bereit. Noch eine Fake-Tür. Ich warte. Nun gut. Das da sieht wieder wie eine Fake-Tür aus.
Also die Tür, die ins unendliche Dunkel wo soll führt. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Buch König Sturms, ja. Formel Stein zu Fleisch. Zauberauge. Was steht im Buch? Dieses uralte Schriftstück ist vergibt und zerfällt beinahe unter den Händen. Es ist in der Sprache geschrieben, die mit der Gebeinsprache, die heute gesprochen wird, nicht mehr viel zu tun hat. Einige Stellen lassen sich jedoch mit viel Mühe entziffern. Das Schriftstück beschreibt das Begräbnis von König Strom III. Und berichtet über die aufwendigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sein Grabmal vor Grabräubern zu schützen, die sicherlich bald versuchen würden, es zu plündern, da das Königreich durch Verrat und Intrigen zu zerfallen drohte. Offensichtlich hat der Sohn des Königs, Strom IV., die Anfertigung einer Maske vom Gesicht seines Vaters in Auftrag gegeben, die den Zugang zum Grabmal ermöglichen soll. Auf welchem Weg das funktionieren sollte, wird in dem Text jedoch nicht erwähnt. Es wird jedoch beschrieben, dass die Maske in 6 Teile zerlegt wurde und jedes Teil von einem Wächter geschützt wird, den der Visier Stroms beschworen hat. Diese Wächter sind angeblich dazu bereit, die Teile der Maske jemand zu beantworten, in dessen Adern das Blut der Stroms fließt. Okay. Das ist ein Wächter. Das hier ist wieder ein anderer Teil des Labyrinths. Ja, was immer ihr wünscht. Ich bin der Hüter des Tores. Hier liegt der gefallene König, der von seinem Feind niedergestreckt wurde, als das Jahr des brennenden Himmels, dem Jahr der Schuppenstern zum Opfer fiel. Meine Augen sehen alles, was ich bewachen muss. Ihr gehört nicht zu den Schuppigen, aber auch nicht zur Familie. Ihr habt die Tür durchschritten, aber dürft nicht weitergehen. Nieder auf dem Boden in Ehrbietung für die Toten. Oh. Aua. Weißt du was, du kannst mich mal. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Folgt, wenn ihr es wollt. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Ich bin jawohl, wie ihr wünscht. Gut, Teil einer Totenmaske. Wieder eine Fake-Tür. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass hier ein Beholder ist. Ach du meine Güte. Okay. Ich warte, natürlich. Ja, darf ich euch einen Beholder vorstellen? Einer des schlimmsten Viecher in ganz Ferun. Gibt 10.000 Erfahrungspunkte, die Sau. War dafür aber überrascht einfach. So der Yokata. Jedes Beholder-Auge, also für diejenigen, die sie nicht auskennen, jedes Beholder-Auge hat einen eigenen Zauber. Und normalerweise hat ein Auge
Berührung des Todes. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass der Beholder ein bisschen stärker ist. Ich denke, nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Oh, noch ein Wächter. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Kommt, kommt und hört meine verwerfliche Rede. Hört, was ich sagen muss, weil der Dienst es so will. Da werdet ihr sterben aus Pflichterfüllung und Hass. Ich bin ein Wächter des gefallenen Königs. Hier liegt der, der die Luft gereinigt hat, der das Schicksal mit seinem Leben und seinem Körper beeinflusste. Hier liegt der, der das Feuer sah, und hier liegt ihr, die ihr seine Ruhe stört. Au. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht, das Böse einen Schritt zur Seite. So, doch ein Teil der Totenmaske. Keine große Herausforderung. Ja, die Wächter sind komischerweise gefährlicher als... Ich bin ein Wächter, ich verrotte mit den Knochen eines Königs. Seine Regentschaft fordert das Schicksal heraus, denn er allein sah das bevorstehende Feuer. Er gab sein Leben dem Feuer, um das Schicksal zu schwächen und im Tode zu triumphieren. Niemand soll folgen, außer jenen, die so weit und klar sehen wie er. Tschüss. Ich werde es tun. Ja, okay, wir ziehen uns. Ich sehe doch, dass ihr verletzt seid, mein Kind. Lasst mich euch dies abnehmen, damit ihr nicht so schwer zu tragen habt. Ich bin kein Schwächling, Yahira. Und ihr konntet ebenso leicht verletzt werden wie ich. Ich habe mehr Erfahrung im Kampf, Erwin. Jede Wunde, die ich davongetragen habe, hätte euch schon töten können. Das sagt ihr, aber ich werde derartig nicht aus dem Weg gehen, indem ich mich hinter euch verstecke. Ja. Was kann ich tun? Gut. Vita, Mortis, Vita, Mortis, in der Natur ist verrückt. Vita, Mortis, Vita, Mortis, Vita, Mortis, Vita, Mortis, Vita, Vita, Mortis, Vita, Mortis, Vita, ja, Mortis. Ich bin bereit. So, damit bin ich wieder fast alle kleinen Halszauber los. Und es sind alle geheilt. Fragt nur, was möchtet ihr? So. Das heißt, rein da, Gegner klopfen. Für die Gefallenen. Okay. Wurde aber auch Zeit. Keldor mal ordentlich heilen. Vita, Mortis, Aion. Vita, Mortis, Aion. So, drei Teile von den sechs haben wir schon mal. Wir haben nur langsam keinen Platz mehr im Inventar. Ich warte, erzählt mir mehr davon. So, nächste Tür.